down this road now feeling bad. Oh, honey, I'm going down this road now feeling bad. I'm going down this road feeling bad, oh, babe. Ain't gonna be cheated this way. Them $2 shoes gonna hurt my feet. Ooh, honey, $2 shoe gonna hurt my feet. $2 shoe hurt my feet, oh, feet. Ain't gonna be cheated this way. But I'm going where the weather suit my clothes. Ooh, honey, I'm going where weather suit my clothes. Oh, I'm going where the weather suit my clothes. Oh, Lord, ain't gonna be cheated this way. Oh, ain't gonna be cheated this way. No, tastes like wine, ooh, honey. Going where the water tastes like wine. Oh, I'm going where the water tastes like wine. Ain't gonna be this way. Oh, yes, I know I'm gonna find my way. Oh, yes, I know I'm gonna find my way. Sind, besonders hier live in Schalander, einem der wunderschönsten Kleinbetriebe in Mainhall-Stadt. Ich nehme an, dass Sie die Gewerbesteuer auch ordentlich abführen. Okay. Wir haben heute Abend zu Gast die beiden Kandidaten und Kandidatinnen natürlich, die Ihnen bekannt sind. Sie haben ja schon mal gewählt und deshalb habe ich persönlich für mich diese erste kleine Talkshow unter den Titel gestellt und täglich grüßt die Wahlurne anstelle des Murmeltiers. Ich beginne mal kurz, Sie noch mal vorzustellen. Einmal namentlich Monika Böttcher, ohne Partei, kann so bleiben, muss nicht. Und einmal ein SPD-Mann, Sebastian Mayer, den Sie alle kennen. Das Ziel der Sendung heute oder der Wunsch von mir an die Zuschauer in Maintal ist, dass Sie aufstehen nächsten Sonntag, zur Wahl gehen und sich für einen der beiden, ja, glaube ich, sehr gleichberechtigten Kandidaten entscheiden und mit Ihrer Stimme, wo auch immer Sie herkommen, was Sie auch immer möchten, eine Entscheidung fällen können, sodass ein Parlament zustande kommt, dass auch in dieser wunderschönen Gemeinde eine Regierung wieder übernommen werden kann und ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin die nächsten 6 Jahre für Sie als Ansprechpartner da ist. Mein Name ist Johannes van den Spoilhoff. Ich bin aus Sachsenhausen, ein gebürtiger Sachsenhäuser, auch wenn der Name aus Belgien kommt. Ich freue mich, hier zu sein und ich kenne Maintal schon sehr, sehr lange, da wir als Kinder
immer mit dem Fahrrad rausgefahren sind. Ich bin heute mit der S-Bahn hergekommen und durfte gleich am Bahnhof mit 3, 4 Leuten reden und habe auch mal gefragt, kennen Sie die Frau Böttger oder Böttcher? Kennen Sie den Herrn Meier? Und die hingen ja überall. Die ganze Stadt ist voll mit den Konterfeis von Ihnen. Sehr schöne Fotos und sehr schönes Loben. Aber irgendwie wussten keiner, wer das genau ist. Es war ein ausländischer Bürger, der mich zuerst, der mir den Weg hierher genannt hat. Dann ein 16-Jähriger, der mit der S-Bahn ankommt von der Schule, der in Sachsenhausen in der Schule ist. Und ich habe ihn gefragt, was ist denn eigentlich hier los? Wie ist das für euch Jugendliche hier? Und er sagte, total tote Hose. Kein Jugendzentrum, keine Disco, wenig Vereine. Aber wir sind hergezogen, weil Papa und Mama das wollten. Deshalb darf ich unglücklicherweise mit dem Herrn Meier beginnen, mit der ersten Frage. Herr Meier, wir müssen im Zusammenhang mit Ihrer Kandidatur auch über die Flüchtlingsproblematik reden. Sie scheinen ja sehr viel Engagement zu haben zu dem Thema. Wie man auf Ihrer Homepage sehen kann, fordern Sie Unterkünfte. Sind denn tatsächlich Unterkünfte in Maintal geplant? Ja, erstmal einen schönen guten Abend. Ich möchte mich erstmal bedanken, dass wir heute Abend hier nochmal diskutieren können. Lieber Boris Kreuter und seine Mannschaft. Ganz toll, dass wir so eine Talkshow jetzt in Maintal haben, was aus einem kleinen Antrag in der Stadtverordnetenversammlung mal begann, mit Stadtparlaments-TV mündet jetzt hier in der ersten Talkshow. Bin da sehr erfreut, dass wir das machen und von der Seite erstmal ein herzliches Dankeschön, ein tolles Projekt mit Kindern und Jugendlichen. Ja, das Thema Asyl ist, Flüchtlinge ist kein einfaches Thema und darf Ihnen sagen, wir Bürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten haben entschieden, dass wir dieses Thema Flüchtlingsunterbringung nicht zum Wahlkampfthema machen. Es gibt eine gemeinsame Erklärung. Wir haben gesagt, wir möchten aufgrund der Vielzahl an Diskussionen, die da sind, nicht darüber diskutieren. Und daher vielleicht nur 2, 3 kleine Sätze. Wir haben in dieser Erklärung auch gesagt, wir nehmen die Sorgen, Ängste, Nöte, Fragen der Mitbürgerinnen und Mitbürger sehr ernst. Wir nehmen sie wahr. Und daher glaube ich, dass wir alle in den letzten Wochen sehr intensiv versucht haben, sachlich zu informieren. Dass eben aus diesen Fragen, aus den Ängsten keine Ressentiments entstehen. Ich glaube, das ist Aufgabe der Politik. Und ich bin sehr froh zu sehen, dass es der Maintaler Politik insgesamt gelungen ist, dieses Thema in Maintal sehr verantwortungsvoll anzugehen. In einem engen gemeinsamen Abstimmungsverfahren zwischen ehrenamtlicher und hauptamtlicher Politik. Ich glaube, an der Stelle, und da muss man auch mal dann einfach Stopp machen im Wahlkampf, ist es gut, hier mal zu sagen, vielen Dank an alle, die sich engagieren in dem Bereich, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, die das toll machen, an die vielen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich im Arbeitskreis Asyl engagieren. Und ich glaube, mit diesem insgesamten Engagement sind wir in Maintal sehr stark aufgestellt. Und dabei würde ich es auch eigentlich bei dem Thema belassen wollen. Vielen Dank an alle, die sich hier ganz toll engagieren. Sehr routiniert geantwortet und eine tolle Sachkenntnis auch von der Situation. Die Realität ist doch aber, wenn jetzt plötzlich wie ich mit der S-Bahn 10, 20 oder auch 200 Menschen hier aus der Fremde stehen, wie wird Maintal reagieren? Welche Möglichkeiten haben Sie konkret oder Vorschläge zu sagen, wir können da mitmachen oder wir wollen nicht mitmachen? Es gibt ja auch in München Situationen, wo die Menschen in Züge gesetzt werden, in andere Bundesländer gefahren werden. Es wird auf uns zukommen. Rhein-Main-Gebiet, Frankfurt und damit auch Maintal. Wissen Sie, es kommt auf uns zu und jetzt ist, glaube ich, nicht die Zeit zu überlegen, was würden wir tun, wenn wir nicht wollten. Wir müssen und wir wollen, das ist Aufgabe, dass wir diese Herausforderungen gemeinsam anpacken, dass wir uns da nicht verstecken. Es ist keine Zeit jetzt zum Zögern oder Zaudern, sondern jetzt wird gehandelt und angepackt. Und ich glaube, dass wir hier eine gute Arbeit leisten, sowohl bei der Unterbringung als auch bei der Integration. Das ist ein Zusammenspiel der Einzelnen, die sich engagieren in dem Bereich und daher ist mir nicht Angst, nicht Bange, dass wir das im Maintal nicht bewerkstelligen können. Also Zelte sind da, Finanzmittel sind auch da und man könnte zumindest für, sage ich mal, eine Woche oder zwei einen Übergang herstellen. Wir werden diese Herausforderung hier meistern. Okay, vielen Dank erstmal dafür. Frau Böttger, auf Ihrer Webseite kandidieren Sie mit den Themen Wohnen und Gewerbe. Aufwerten aller Stadtteile, gute Infrastruktur und so weiter. In Hessen sind die Kommunen nach den Magistratsverfassungen organisiert. Der Bürgermeister hat eine relativ schwache Stellung und ist bei vielen Entscheidungen vom Stadtparlament ja abhängig. Jetzt erklären Sie uns doch bitte und den Zuschauern draußen, mit welcher Partei und mit welchen Maintaler Fraktionen Sie das Stadtparlament denn als Programm unterstützen wollen und umsetzen. Als Partei.
Also die Parteiunabhängigkeit ist kein Experiment. Das ist ein erprobtes Erfolgsmodell. Und zwar in meinem Kinzig-Kreis gibt es Beispiele in Hessen und auch bundesweit, nämlich über 40% der Bürgermeister und auch Bürgermeisterinnen sind parteiunabhängig. Das heißt, wenn man mich wählt, wählt man, wie gesagt, nicht ein Überraschungsei, sondern man wählt etwas, was in vielen Kommunen eben sehr, sehr gut funktioniert. Und nämlich deshalb, weil es darum geht, die Themen sachorientiert anzugehen. Und das kann man als parteiunabhängiger Bürgermeister, kann man das einfach viel besser untereinander, die unterschiedlichen Positionen moderieren, zu einer Einigung führen. Ja? Und vor allen Dingen fühlen sich ja dann alle Stadtverordneten gleichermaßen behandelt, weil ja der Bürgermeister nicht seiner eigenen Partei verpflichtet ist, sondern den Bürgerinnen und Bürgern. Und insofern habe ich überhaupt gar keine Angst davor, keine Mehrheiten zu finden, weil es sagen ja alle Stadtverordnete, dass es Bewegung braucht in Maintal, dass wir etwas in Gang setzen wollen. Und ich bin davon überzeugt, dass ich das als Parteiunabhängige sehr gut kann, eine Dynamik zu entfachen und damit eben alle sagen, genau, wir wollen die Themen angehen und dass uns nicht mehr klein-klein und Grabenkämpfe haben, sondern dass uns wirklich das angehen. Und insofern sitzen hier ja auch einige Stadtverordnete und denen traue ich auch allen zu, dass sie nicht in eine Blockadehaltung kommen oder jetzt den Stillstand beschwören. Ganz im Gegenteil. Also wie gesagt, es gibt eine ganze Menge erprobte Beispiele und warum sollte das gerade eben nicht in Maintal funktionieren? Es hört sich für mich so ein bisschen an wie ein, sag ich mal, Sportverein, der schon ein Trikot hat, aber noch keinen Vereinsstatus. Das heißt, es gibt ja hier einen gewählten Bürgermeister, den Herrn Orbach, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, der hat sich ja mit diesen ganzen Themen, die Sie auch bewerben, Wohnen, Gewerbe, Aufwertung von Stadtteilen, gute Infrastruktur, jahrelang auseinandergesetzt. Wo würden Sie denn den Unterschied als Parteilose sehen, die jetzt mit einem Stadtparlament zusammenarbeiten muss? Wie wollen Sie das umsetzen, Ihre Ideen und Ihre Wünsche mit den Bürgern und für die Bürger? Also eben nicht programmatisch, das ist ja genau das Entscheidende. Es ist ja genau das Entscheidende zu sagen, ein Programm, so wie es eben Parteien haben, sagt, alle Themen, die wir haben, die so breit sind in einer Stadt, die müssen alle durch eine bestimmte Brille. Und ich sage, die Welt in einer Kommune ist so breit, so vielfältig, von morgens drehen sie den Wasserhahn auf, bis sie gehen über eine Straße, sie brauchen Kitas, sie brauchen Altenversorgung, sie brauchen all das. Das ist so breit und das passt nicht in meinen Augen durch eine einzelne Brille. Insofern sage ich, lass uns die Themen anschauen und lass uns zusammenarbeiten. Und die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten, warum der vorhergehende oder der noch amtierende Bürgermeister das nicht machen konnte. Sicherlich auch. Ich bin in den letzten 5 Jahren in sehr vielen Stadtverordnetenversammlungen gewesen. Sicherlich auch wegen dem ein oder anderen Grabenkampf, den er auszufechten hatte. Aber klar ist doch, dass wir, sage ich mal, deswegen stehen die beiden Themen, die jetzt nicht die wichtigsten sind, aber sie sind dahingehend die wichtigsten. Sie hatten es ja genannt, Stadtentwicklung. Und Wirtschaftsförderung sind deswegen so wichtig, weil sie eben von der Einnahmeseite unseres städtischen Haushalts die beiden größten Positionen darstellen. Also da muss ich den Hebel ansetzen und deswegen ist es ganz klar, dass es im Vordergrund steht. Aber das ist ja, funktioniert ja wie ein Rad. Das heißt, wenn Sie diese beiden Hebel aktivieren, die Gewerbegebiete aufwerten, Stadtentwicklung, sodass eben junge Familien hier nach Maintal kommen, dass sie wohnen, eben nach ihren Bedürfnissen finden. Ja? Und wenn wir da eben den Anteil der Einkommensteuer erhöhen können, wenn wir den Gewerbesteueranteil erhöhen können, dann können wir alle anderen Dinge machen, die eben eine Stadt braucht. Und das ist eine ganze Menge. Und ganz besonders sind natürlich auch diejenigen Leistungen, die unter sogenannte freiwillige Leistungen fallen, weil eben genau die, sage ich mal, das Leben unserer Stadt ausmachen. Vom Schwimmbad über die Büchereien, über die Jugendarbeit, alles das. Aber wenn Sie doch viele Stadtparlamentssitzungen und Diskussionen mitbekommen haben, dürfen Sie doch auch jetzt mal einen Vorwurf machen. Also dann haben wir bisher, der jetzige Bürgermeister, eben diese Dinge nicht hinbekommen. Hat es nicht geschafft. Warum? Also ich denke, heute ist nicht der Abend, um jetzt eine Analyse der Amtszeit des amtierenden Bürgermeisters zu machen. Also darauf möchte ich nicht schauen. Das mögen sich diejenigen
tun, die das vielleicht auch in Gänze, sage ich mal, die auch alle drei Amtszeiten kennen. Also ich lebe seit 10 Jahren hier in dieser Stadt. In der Zeit, besonders eben seit den 5 Jahren, in der ich als Kinderbeauftragte aktiv bin, ist mir die Stadt sehr, sehr ans Herz gewachsen. Aber ich kann es nicht in Gänze zurück. Und die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Das heißt, nicht die alten Zöpfe zu vergessen. Aber ich glaube, was ich jetzt in dieser Zeit des Wahlkampfs erfahren habe, dass man hier einfach Lust hat auf einen Neustart und Lust hat auf etwas anderes. Und dass man da ganz viele Menschen aktivieren kann, die sich bisher irgendwo nirgendwo wiederfinden. Ja, also die nicht in Stadtleitbildgruppen sind oder in der Partei, aber die was zu sagen haben, die was tun wollen. Und da möchte ich an der Spitze sein. Ich drücke Ihnen die Daumen und hoffe, dass die Sendung dazu beiträgt, dass eben mehr als 30% nächsten Sonntag für Sie zur Wahl untergehen. Und wünsche Ihnen da wirklich eine klare Entscheidung und bin auch sicher, dass Sie mit Ihrem Engagement bisher schon ganz viel bewegt haben in der Stadt. Und dafür denke ich, dass die Bürger sich auch bei Ihnen bedanken. Anderes Thema, Herr Mayer, bei manchen Themen ist es ja schwierig, im Stadtparlament eine Mehrheit zu finden. Nehmen wir das Thema zum Beispiel Grundsteuererhöhung oder auch Hundesteuer. Wären Sie denn als Bürgermeister, ein Stadtoberhaupt für eine Konsolidierung? Glauben Sie, dass die Bürger noch mehr Belastung brauchen finanziell durch diese Steuern? Also grundsätzlich bin ich für eine Konsolidierung. Wir müssen konsolidieren. Das ist die Aufgabe, die von oben kommt. Wir brauchen einen ausgeglichenen Haushalt. Da gibt es kein Wenn, kein Aber. Das ist die Aufgabe der Politik. Und da sind wir dran. Da haben wir hart diskutiert, hart beraten und geschaut, dass wir ein gutes Ergebnis hinbekommen. Die Voraussetzungen natürlich für die Haushaltskonsolidierung sind relativ eng gestrickt. Es gibt die Vorgaben von der Landesregierung, Haushaltskonsolidierung, gegebenenfalls wird man noch Rettungsschirmkommune, da sind die Spielräume für uns hier vor Ort gar nicht mal so groß. Die Tatsache ist aber, dass Maintal mittlerweile die teuerste Kommune im Main-Kinzig-Kreis ist. Die teuerste Kommune in Sachen Grundsteuer B, in Hundesteuer, zweithöchster Gewerbesteuersatz, höchste Mieten im Main-Kinzig-Kreis, höchste Quadratmeterpreise, wenn man ein Grundstück kaufen möchte. Und daher glaube ich, die Konsolidierung kann nicht dahingehend weiterlaufen, dass man den Bürgerinnen und Bürgern weiter in die Tasche greift, sondern wir müssen uns andere Dinge einfallen lassen. Dazu gehört eine Stärkung der Anteile aus der Einkommenssteuer. Das bedeutet, dass wir mehr Mitbürgerinnen und Mitbürger in Maintal brauchen. Das bedeutet, dass wir die neue Wohngebiete ausweisen müssen, Wohngebiete, wo man sich individuell verwirklichen kann und dass wir nicht immer nur die Eintönigkeit der Investorenprojekte haben. Wir brauchen finanzierbaren Wohnraum. Nicht jeder ist gesegnet mit einem vollen Portemonnaie. Das ist ganz wichtig im Ballungszentrum, dass man finanzierbaren Wohnraum anbieten kann. Und wir brauchen natürlich eine Neustrukturierung der Gewerbegebiete. Ein klares Konzept, eine klare Strategie, wie man Unternehmen hier in Maintal halten kann und wie es uns gelingt, neue Unternehmen nach Maintal zu bekommen. Und diese Konzepte haben Sie? Und Sie würden auch Ich glaube, dass ich eine Idee habe. Wie wir das voranbringen können. Ich glaube, wir müssen Wirtschaftspolitik in eine klare Struktur bringen. Ich habe den Eindruck, dass momentan Wirtschaftspolitik so ein bisschen nach dem Zufallsprinzip läuft. Ab und zu kommt jemand, dann geht wieder jemand. Wir versuchen zu halten. Manchmal gelingt es uns, manchmal gelingt es uns nicht. Mir bereitet momentan große Bauchschmerzen, dass Unternehmerinnen und Unternehmer am Überlegen sind, möchten wir hier an dem Standort bleiben, ist dieser Standort noch attraktiv? Und das ist für eine Kommune direkt vor den Toren Frankfurts, vor den Toren Hanaus eine ganz schwierige Situation. Die Welt dreht sich um uns relativ schnell. Ich möchte, dass Maintal Bestandteil ist dieser Entwicklung hier im Frankfurter Osten. Und deshalb braucht man eine Strategie, man braucht ein Ziel, man braucht Teilziele und man muss festlegen, wie man diesen Weg gehen kann. Das ist mit dem Ziel, auch den Haushalt zu konsolidieren, also dass die Bürger hier nicht belastet werden. Es gibt ja Eschborn, das ist auf der anderen Seite im Westen Frankfurts, auch eine kleine Gemeinde, die ja gewerbesteuerbefreit ist. Wäre das ein konkretes Modell? Also ich gehöre jetzt nicht zu denen, die die Vorschläge machen, jetzt reduzieren wir die Grundsteuer, die Gewerbesteuer und die Hundesteuer. Das Einzige, was ich immer gesagt habe, auch bei den Verhandlungen, ist, mit mir gibt es so was wie die Hundesteuererhöhung nicht, die wird zurückgedreht, weil ich sie auch nicht für einen wesentlichen Bestandteil der Haushaltskonsolidierung erachte, sind ja zugegeben 40.000 Euro Mehreinnahmen, die man ja gleich wieder anderweitig ausgegeben hat, aber das ist eine Frage der politischen Schwerpunktsetzung.
Nein, wir können nicht weiter an den Steuerschrauben drehen. Ich glaube, dass wir auch zu hoch sind bei dem Satz für die Grundsteuer B. Mhm. Wir müssen uns was überlegen, wie wir perspektivisch die Schraube wieder nach unten drehen. Das wird aber nur funktionieren, wenn wir die Gewerbesteuer stärken, also die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, aus der Einkommensteuer. Und das ist ein Projekt, was nicht innerhalb von 1-2 Jahren funktioniert, sondern da muss man jetzt die richtigen Schrauben drehen, damit man irgendwann auch ordentlich ernten kann. Okay. Ich würde gerne an Sie beide eine kurze Zwischenfrage stellen, weil wir im Internetfernsehen auch sehr viele Jugendliche und junge Leute hoffentlich ansprechen. Sie sagen, Sie sind vor 10 Jahren hierher gezogen. Darf ich fragen, wo Sie geboren sind? In Mannheim. In Mannheim. Und Sie sind gebürtiger Maintaler? Nein, ich bin in Johannesburg geboren, aber Schön. Mit einem Jahr hierher gekommen, bin hier in Hochstadt aufgewachsen, habe hier die Kindheit verbracht. Also haben Sie noch ein Gespür, jetzt egal wo Sie hergekommen sind und aufgewachsen sind, an die ersten Bäume, Gärten, wo Sie gespielt haben? Ist das etwas, was Sie hier auch fördern möchten in dieser Gemeinde, dass die Kinder und Jugendlichen, ist natürlich jetzt die Kinderbeauftragte gefordert, in einem Lebensraum aufwachsen, wo sie wirklich frei und sich wohlfühlen? Gibt es da Programme? Also ich bin zwar, wie Sie ja zugehört haben, hier nicht geboren, aber ich habe das sozusagen genau durch meine Kinder erlebt. Also meine Kinder sind 12 Jahre alt, also insofern haben die ihre ganze Kindheit bisher. Sie haben Zwillinge, genau. In meinen Teil verbracht. Und wenn man Kinder hat, erlebt man ja eine Stadt auch ganz anders und sehr viel intensiver. Und insofern habe ich das genau eben miterlebt. Ja, vom ersten Spielplatz über die Kita, die Grundschule, die weiterführende Schule, die Angebote, die es hier gibt. Also den Jugendlichen stellen Sie mir nochmal vor, der hier sagt, es gibt keine Vereine und keine Jugendzentren. Wir haben nämlich sehr gute Jugendzentren, also gerade in den großen Stadtteilen. Ja gut, es waren eingeplagt, dann Sachsenhäuser. Ja, ach so, dann keine. Aber ich habe zum Beispiel gerade das Kinder- und Jugendhaus in Bischofsheim, da kommen auch aus Frankfurt welche, beziehungsweise es ist bis nach Frankfurt hin bekannt, dass es eben so ein gut ausgestattetes Kinder- und Jugendzentrum ist. Aber Ihre Frage war ja zu sagen, was man weiterhin hier wichtig findet. Genau. Und wie man vor allen Dingen mit Natur, also bei all den Themen, die natürlich erstmal wichtig sind, aus erwachsener Sicht, aber wir haben ja auch Kinder, die wir hier aufwachsen lassen und die sollen ja auch die Zukunft sein und die Zukunft haben in den schönen neuen Gewerbegebieten, in den günstigen Wohnräumen, in den was auch immer geförderten Projekten. Wobei wir dann natürlich irgendwann auch alt werden und da mit Mehrgenerationshäusern oder mit anderen schon lang bestehenden Konzepten arbeiten müssen, überall in Deutschland, aber auch natürlich in Maintal. Ich komme nochmal direkt zurück. Also, Sie aber nicht abschneiden. Nein, die Frage war, können Sie sich noch erinnern? Ja, na klar, kann man sich erinnern. Programm, aber Sie haben auch 2 Kinder? Ich habe auch 2 Kinder. Ich bin auch hier um die Ecke aufgewachsen. Da weiß ich noch, da gab es ein Grundstück, das war früher keine Wohnbebauung. Und da sind wir mit den Fahrrädern hoch und runter gefahren, waren Bolzplatz mit dabei, fand ich eine ganz tolle Geschichte, erinnert mir sich auch dran. Also Erlebnisräume für junge Menschen, ohne dass man in den Verein oder sonst wo hingehen muss, sondern einfach raus, auf Fußball spielen, auf die Gas und da spielen. Ja, das haben wir als Kinder gemacht und ich sehe es jetzt auch durch meine 2 Jungs, 2 und 4 Jahre alt. Man erkennt sich so ein bisschen wieder, man sieht auch, auf dem einen oder anderen Spielplatz hast du schon rumgeturnt, vielleicht müsste man da ein bisschen nachdrehen. Da sind einige Herausforderungen und so aus Sicht eines Vaters sagt man immer, ich möchte, dass es meinem Sohn genauso gut geht, meinen beiden Söhnen, wie es mir hier in der Kindheit ging. Und deshalb müssen wir ordentlich hart daran arbeiten, dass auch die nächsten Generationen hier gut leben können, hier gut aufwachsen. Okay. Frau Böttcher, nochmal zu Ihnen. Sie möchten in vielen Wahlkampfthemen auch mit einer Bürgerbeteiligung arbeiten und die auch umsetzen. Gehört dazu auch das Flüchtlingsthema in Maintal? Also Bürgerbeteiligung muss man differenzieren. Also Bürgerbeteiligung ist bei vielen Themen, finde ich sie sehr, sehr wichtig. Sie muss vor allen Dingen, aber muss sie eine Struktur haben. Also wir haben ja in Maintal schon Stadtleitbildgruppen, das heißt, das Thema Beteiligung ist nicht neu. Da gibt es einen ganzen Prozess. Aber es ist oft nicht so, dass es eine Verbindlichkeit hat, dass es Ein Bürger werden beteiligt, das ist richtig, aber irgendwann stockt es. Es findet auch nicht ausreichend Dialog statt, eben zwischen den Bürgern, zwischen Verwaltung und Politik. Da muss der Austausch viel stärker sein. Es muss vor allen Dingen ein Austausch auf Augenhöhe sein.
der findet oft nicht statt, dass sich Bürger zwar gefragt fühlen, aber dann nicht ernst genommen. Das heißt, da muss an verschiedenen Schrauben, muss da einiges passieren, weil Bürger sind ja, sag ich mal, sie sind die besten Kenner ihrer Stadt, ihres Quartiers. Ja? Und sie bringen ganz, ganz wichtige Ressourcen mit, nämlich viele pendeln zu Tausenden jeden Tag nach Frankfurt, die haben Jobs, die sind in verschiedenen Bereichen tätig und dieses Wissen können sie ja hier einbringen, im bürgerschaftlichen Engagement und natürlich auch bei Beteiligungsprozessen, weil sie sich sehr gut auskennen. Und ganz wichtig, was mir am Herzen liegt, ist, dass das eben Partizipation fängt ja von klein auf an. Also das heißt, dass das in den Kitas noch stärker verankert wird. Wir hatten hier mal ein Projekt Spielleitplanung, hört sich auch wieder sehr kompliziert an. Es ging darum, Kinder zu beteiligen, wie ein Spielplatz aussehen kann. Ja, aber solche Dinge müssen dann aber auch zeitnah umgesetzt werden, weil was für uns Erwachsene 2-3 Jahre macht ja nichts, das ist für Kinder fast eine andere Generation. Also das heißt, wenn man Beteiligung macht, das muss vor allen Dingen glaubwürdig sein, das muss verbindlich sein und das muss gerade für Kinder zeitnah sein. Das setzt sich fort im jugendlichen Alter, da haben wir auch sehr gute Beispiele hier oder jetzt gerade ein aktuelles. Und ich schaue hier gerade im Publikum, weil Sie die Natur angesprochen haben, die Kinder- und Jugendfarmen, könnte sich zu einem wunderbaren Beteiligungsprojekt eben entwickeln und hat eben genau den Aspekt Natur- und Tierpädagogik und könnte eben ganz viele verschiedene Initiativen von der Kita, Grundschule, auch weiterführenden Schulen da einbinden. Okay. Ja, also das Thema Beteiligung, wie gesagt, ist liegt mir sehr am Herzen, aber nicht so nach dem Motto, schön, dass wir euch gefragt haben, sondern mit einer Verbindlichkeit. Und da sind andere Kommunen schon ein bisschen weiter, so Bürgerbeteiligungssatzung ist da das Stichwort, kann man mal googeln, Darmstadt oder Gießen sind hier in Hessen schon ganz gut dabei. Dankeschön, Frau Böttcher, es wird sicherlich viele Themen geben, die man mit Bürgern besprechen kann, wo sich auch jeder Bürger wohlfühlt. Mich interessiert aber mehr die Themen, die man nicht mit Bürgern besprechen kann und die Sie alleine als Politikerin oder als Bürgermeisterin dann, wenn Sie gewählt werden, ab 1. Januar eigenverantwortlich entscheiden und für Bürger entscheiden müssen. Was wären das für Themen, die Sie nicht besprechen möchten? Also nicht, also wir haben hier, glaube ich, keine Tabus. Natürlich gibt es Themen, die hinter verschlossenen Türen stattfinden, aber das ist schon immer so gewesen. Und weil Sie das Thema Flüchtlinge ansprachen, auch das ist hier in meinem Teil sehr offen besprochen worden. Okay. Es gab die AG Asyl, die öffentliche Sitzungen hatte. Und auch die anderen Sitzungen, in denen der Prozess des Masterplans ja jetzt weitergeht, sind öffentliche Haupt- und Finanzausschusssitzungen oder Sozialausschusssitzungen. Das heißt, das findet ja auch weiterhin nicht hinter verschlossenen Türen statt. Ganz wichtig finde ich da auch wiederum den Dialog, weil es gibt nun mal, also ich sehe es genauso, wie Herr Mayer sagte, das ist etwas, was wir packen. Ja? Und das sagen ja Gott sei Dank auch viele führende Politiker in Deutschland, wir packen das. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir verbreiten, dass wir sagen, das Glas ist eben nicht halb leer, sondern es ist halb voll. Und die Frage ist natürlich, wie machen wir das? Und da brauchen wir kluge Konzepte und wir brauchen ein ganz breites Bündnis. Das heißt, wichtig, natürlich sind die Hauptamtlichen und die Ehrenamtlichen, aber das Bündnis muss noch breiter werden. Ja, das heißt, auch wenn nicht jeder vielleicht sagt, ich kann mit anpacken oder möchte das aus unterschiedlichsten Gründen, aber dass man so einen Freundeskreis, ja, einen Maintaler Freundeskreis für Flüchtlinge zum Beispiel etabliert, ja, der das alles auch stärker vernetzt. Und ich finde, ernst nehmen muss man eben auch Sorgen von Anwohnern, auch wenn man sie vielleicht nicht im Kern teilt. Aber man muss sie ernst nehmen, sodass man eben auch alle mit einbeziehen kann. Mich würde dann dennoch wirklich interessieren, was wird hinter verschlossenen Türen am Bürger vorbei entschieden? Was ist, wie bei den Kindern, die wollen, wenn die Weihnachtsgeschenke da rumliegen, doch schon mal reingucken, was ist da eigentlich für mich und ist es auch das, was ich mir gewünscht habe? Also eigentlich sollte in meinen Augen in einer Demokratie und schon gar nicht auf kommunaler Ebene, wo wir ja Entscheidungen unmittelbar mitbekommen, hinter verschlossenen Türen passieren. Die Stadtverordnetenversammlungen sind alle öffentlich und es gibt sicherlich einzelne Themen, wo es dann einfach auch um Datenschutz geht, ja, wo einzelne Personen oder Unternehmen und deren interne Zahlen
tangiert sind, die dann für einen Moment oder für eine bestimmte Dauer unter Ausschluss der Öffentlichkeit sind. Aber Entscheidungen sollten eigentlich immer offen sein und transparent. Und ich würde mich genau dafür einsetzen, so ein Stichwort ist zum Beispiel auch eine Vorhabenliste zu haben, auch ein Aspekt der Bürgerbeteiligung, dass Bürger auch sehen, was passiert denn in dieser Stadt. Mhm. Ja? Okay. Und eben diese Prozesse transparent zu machen, weil ich bin der Meinung, wenn man das einzelne Entscheidungen auch fundiert erklärt und differenziert, dass dann auch alle Menschen folgen können, auch wenn es vielleicht in der Situation nicht unbedingt für ihre Gruppe gut ist. Aber wenn sie das Gefühl haben, dass sie als Ganzes berücksichtigt werden, ja, mal bei dem einen Thema weniger, mal bei dem anderen Thema mehr, dann glaube ich, entsteht auch ein größeres Verständnis für Entscheidungen. Okay. Dankeschön. Noch mal kurz vor der Pause. Zwei kleine kurze Fragen. Sie setzen sich ja oder haben gesagt, dass Sie sich für Vereine einsetzen möchten. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Wie viel zusätzliche Mittel sind denn grob geschätzt dafür nötig? Und woher wollen Sie denn die Gelder nehmen, wenn Sie dann ab 1. Januar in den Topf greifen dürfen? Ganz, ganz schwierige Frage. Das habe ich mir gewünscht. Das haben Sie gut gemacht, ja. Nein, wir müssen, also mein Teil lebt von seinen Vereinen. Ich glaube, wir haben über 160, 170 Vereine und ein Großteil des sozialen, kulturellen, sportlichen, integrativen Miteinanders findet in unseren Vereinen statt. Mhm. Und deshalb braucht man, bevor man über Geld redet, eine Diskussion darüber, wie können wir die Vereine stärken, wie können wir sie unterstützen, wie können wir ihnen Rahmenbedingungen bieten, damit sie ihre Aufgaben, ihren Vereinszweck, ihre Vereinsangebote auch in einem qualifizierten Umfeld anbieten können. Das müssen wir, glaube ich, ausdifferenzieren. Ein Kulturverein hat andere Bedürfnisse als ein Sportverein. Wir müssen schauen, wie geht es weiter mit der Nachmittagsbetreuung in den Grundschulen? Welche Rollen werden die Vereine dort übernehmen können im Hinblick auf eine qualifizierte Betreuung? Ich glaube, Vereine müssen mehr Wertschätzung bekommen. Wir müssen ansprechbarer für sie sein. Wir müssen schnell Dinge regeln können. Ich möchte gerne ein Beispiel mal nennen. Ich war vor 2 Wochen bei einem Fußballverein. Wir haben im Haushalt beschlossen, dass eine neue Flutlichtanlage gebaut wird. Das wurde im März beschlossen, jetzt haben wir Ende September und es hat sich immer noch nichts getan. Mhm. Wir haben 2 Fußballplätze, ein Fußballplatz wurde gerade neu eingesät, der hat schon eine Flutlichtanlage, der andere hat keine, der ist jetzt bespielbar. Keine neue Flutlichtanlage, also müssen sie auf den neu hergerichteten Platz wieder gehen. Das sind so kleine Dinge, die kein Geld kosten, aber wo man, glaube ich, so ein bisschen nachjustieren muss und schauen muss, dass den Vereinen schnell und unkompliziert geholfen wird. Da würde ich als erstes ansetzen, bevor man über große Ausgaben redet. Wir haben Infrastrukturmaßnahmen für die Vereine, die müssen wir erfolgreich zu Ende bringen. Da haben wir lange, lange diskutiert und ich glaube, das ist der erste Schritt, Dinge zu Ende bringen, zu schauen, wo sind die Bedürfnisse bei den Vereinen, wie kann man Strukturen besser machen und wie kann man Vereinen auch diesen Dank, diese Wertschätzung als Politik besser kommunizieren. Okay, Dankeschön dafür. Das Ergebnis von Bischofsheim, letztes Ergebnis, wir haben die gespielt. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Welche Platz? Das fragen Sie mich, ich bin doch kein Fußballmensch. 3-3 Platz für Wunderbar. Ich sage Ihnen aber eins, Fußball ist ganz toll zum Zugucken. Der Herrgott hat mir allerdings 2 Beine gegeben, die es mir nicht ermöglichen, ordentlich auf den Ball zu treten. Daher bin ich ein Zuschauer und habe auch Defizite, mir Ergebnisse zu merken. Ich komme ja aus einer anderen Sportart. Da kann ich mir die Ergebnisse merken. Aber das spielt ja keine Rolle. Selbst ein großer Politiker wie Willy Brandt aus Ihrer Partei hat auch nicht Fußball spielen können. Ja, wobei die Sozialdemokraten immer Fußball spielen, aber da bin ich eine Ausnahme. Ja. Vielleicht noch ein letztes. Frau Böttcher, Sie stehen mit dem Thema, und das ist verständlich bei dem Engagement, das Sie wirklich hier schon lange beweisen mussten, auch an der Stelle mal sagen, für die Grundschulträgerschaft. Kinder, Schülerträgerschaft im Allgemeinen. Es ist die Aufgabe, tatsächlich in einer Zeit von knappen Kassen da was zu realisieren. Haben Sie da ein Modell? Haben Sie Ideen, wie man Gelder reinbekommt? Oder wie stellen Sie das vor? Also die Schulträgerschaft der Grundschulen ist ja schon lange in der Diskussion, weil es ist ja nicht so, dass jetzt dadurch, dass mein Teil kein Schulträger ist, das sozusagen kostenlos wäre. Es gibt ja eine Kreisumlage. So, das hessische Schulgesetz hat aber nun mal die Trägerschaft im Main-Kinzig-Kreis übertragen. So, und jetzt kann man natürlich sagen, man möchte einfach mal sehen, was kostet uns denn das? Ja? Was wäre das, wenn wir die Verantwortung hätten, eben für alle Gebäude, auch für die Hausmeister?
und was zahlen wir auf der anderen Seite an den Kreis. So, und das musste man einfach erstmal sozusagen die Zahlen auf dem Tisch haben, um zu entscheiden, was ist denn sinnvoller. Ich denke aber, unabhängig von der Schulträgerschaft kann man auch auf andere Art und Weise, weil wie gesagt, der Kreis muss die Schulträgerschaft nicht abtreten, auch wenn wir das anstreben. Aber es ist ja eine Aufgabe, die der Kreis hat und sicherlich auch eine, mit der er sich ganz gut profilieren kann, auch, sag ich mal, im Vergleich zu anderen Themen. Also insofern gibt es da schon auch unterschiedliche Interessen. Haben Sie denn schon Kontakt im Kreis aufgenommen oder würden Sie das erst machen, wenn tatsächlich die Wahl entschieden ist? Das ist in meiner Funktion als Kinderbeauftragte kann ich da keinen Kontakt zum Kreis aufnehmen und sagen, hallo, ich hätte mir gerne hier die Schulträgerschaft. Ja, es gibt ja auch Restaurants, wo man sich unterhalten kann oder Sportplätze, wo man sich trifft. Step by step. Aber unabhängig, sage ich mal, von der Übernahme einer Schulträgerschaft, finde ich, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, um sozusagen das Thema Schule, Bildung, den Bildungsstandort stärken, näher zusammenbringen kann mit Stadtverwaltung. Also ich würde zum Beispiel sagen, dass sich natürlich treffen sich die Schulleiter untereinander und tauschen sich aus. Das ist klar. Aber einfach auch den Kontakt mit der Stadtspitze zu intensivieren, zu sagen, was braucht denn Schule allgemein hier in Maintal, nicht die Einzelnen, sondern was können wir tun, um den Schul- und damit den Bildungsstandort zu stärken, also die Vernetzung auch zwischen Kitas und Grundschulen, weiterführenden Schulen. Man könnte eine Art Bildungsgipfel regelmäßig machen, wo eben alle an einen Tisch kommen, um bestimmte Themen zu besprechen, die halt auch Maintal-spezifisch sind. Die, sage ich mal, wo der Kreis doch ein Stückchen weiter weg ist. Okay. Ja? Gut, dann bedanke ich mich erstmal. Auf einen kleinen Wunsch noch an Sie, den Sie ausführen können, wie Sie möchten. Sie haben jeder eine Minute Zeit für das Publikum, sich selbst darzustellen und danach machen wir eine Pause. Und wie das so ist, Ladies first. Kaum zu Ende gesprochen. Sie dürfen gerne noch einen Schluck trinken. Nee, es geht schon. Die Zeit läuft. Ja, vorgestellt bin ich zum Teil, aber natürlich nicht ganz. Woher komme ich? Ich komme, sage ich mal, beruflich aus dem, dass ich ein sehr, wie soll ich sagen, politisch interessierter Mensch bin. Ich habe Politikwissenschaft studiert, also insofern mich, sage ich mal, theoretisch damit beschäftigt. Dann wurde aber klar, dass das jetzt nicht das ist, was ich beruflich machen möchte. Das Thema Journalismus hat mich immer sehr interessiert, das Thema Kommunikation. Ich habe dann erst in einem Unternehmen gearbeitet und bin seit über 15 Jahren aber im Bereich Kommunikationsberatung selbstständig. Und das ist, denke ich, auch was ich mich jetzt, sage ich mal, abgesehen von Kindheit und Schule und Auslandsjahr sehr stark geprägt hat, dahingehend, dass ich einfach mich sehr schnell in ganz viele verschiedene Themen einarbeiten muss. Vielen Dank, Frau Böttcher. Und hier unterbreche ich Sie. Sie haben eine Minute. Ja, vielen Dank. Ja, ich hatte es ja schon gesagt, ich bin in Maintal aufgewachsen, das ist meine Heimat. Ich wohne hier. Habe vor 6 Jahren als Pressesprecher beim Hotel- und Gaststättenverband Hessen angefangen, als Pressesprecher. Da gab es für uns die Entscheidung, bleiben wir in Maintal, ziehen wir nach Wiesbaden. Und für mich, für meine Familie war das relativ schnell klar, nein, wir bleiben hier, weil wir uns hier wohlfühlen. Hier fühlen sich unsere 2 Kinder wohl. Demnächst gehen beide in die städtische Kita. Wir sind hier in den Vereinen engagiert, wir profitieren von den Vereinen, wir geben was den Vereinen. Und deshalb möchte man eigentlich immer seiner Heimatstadt ein bisschen was zurückgeben, dafür Sorge tragen, dass es uns hier weiter gut geht, dass wir uns positiv entwickeln. Ich finde, Maintal ist eine ganz spannende Stadt mitten im Rhein-Main-Gebiet, die viele Chancen hat, viele Zukunftschancen hat und es gilt, diese zu erkennen und zu nutzen und erfolgreich zu meistern. Ich glaube, die politische Erfahrung mit den 5 Jahren als Fraktionsvorsitzender, Politik in der Praxis, die beruflichen Erfahrungen für einen Wirtschaftsverband, plus das ganz Persönliche, was einen Kandidaten, einen Menschen ausmacht, das zusammengewürfelt, ist mein Angebot für die Stadt Maintal. 3, 2, 1. Vielen Dank an beide Kandidaten. Wir machen eine kleine Pause und ich darf nochmal Marvin bitten, uns etwas zu unterhalten. Und wer es nicht aushält, jetzt. Aus Hanau übrigens, Mr. Skonto.
When my joy is gone, I got my guitar in my hand, my feet touch the ground. I love to play sweet music, traveling town to town. Sometimes I play it fast, sometimes I play it slow. Then again I play it high, again I play it low. Sometimes I play for money, sometimes I play for free, but I always play for you, and I always play for me. Music lifts me up when I'm tied to the ground. Music is my keeper when I'm falling out of bounds. Music, sweet music, makes the people come together. Let the music make you feel, let the music make you feel, feel alright, yeah, I feel alright. M to the U, to the S, to the I, to the C, let the music make you feel, you can try. Brings together. Oh, music is a language all over the world. A melody tells a story without a single word. No matter where I've been, everywhere I go, music moves the people, it moves their body and soul. Music. Wir haben eine Frage an die Kandidaten. Ja, die spannendste Frage, die sich natürlich wahrscheinlich für alle hier im Raum stellt,
Wie schätzen Sie denn selbst Ihre Chancen ein? Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen, das wir ja nun erlebt haben, in der Wahl am letzten Sonntag bei der Stichwahl vorne zu liegen. Herr Habermann, vielen Dank für die Frage. Naja, das entscheiden die Bürgerinnen und Bürger am kommenden Sonntag. Ich sag mal, ich bin sehr zuversichtlich und führe weiter ganz spannende, intensive Gespräche und werbe für mein Programm. Aber die Bürgerinnen und Bürger entscheiden. Genau. genau so ist es. Aber ich sag mal so, durch die Gespräche, die ich geführt habe, war so eine Aufbruchstimmung spürbar. Und nicht einfach nochmal eine andere Partei, sondern gerne erfrischend anders. Und ich glaube, die Summe dessen, was ich mitbringe an Persönlichkeit, an Berufs- und Lebenserfahrung, an dem wichtigen Punkt auch alle Menschen mitnehmen zu können. Ja? Also keine Berührungsängste zu haben, egal mit welchen Menschen man es zu tun hat. Und vor allen Dingen auch, ein Bürgermeister hat ja diese Doppelfunktion. Ne? Der hat auf der einen Seite steht er an der Stadtspitze, um ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu motivieren, zu führen. Und auf der anderen Seite geht es darum, Menschen für diesen Standort zu begeistern. Ja? Und insofern traue ich mir das zu und würde mich freuen, wenn es die Wählerinnen und Wähler am Sonntag genauso sehen. So, jetzt haben wir Frau Pett. Wo ist denn Frau Pett? Da vorne. Frau Pett, wir haben auch noch eine Frage im Vorfeld angemeldet. Ja. Oder wenn Sie sich hinstellen, dann... Wenn Sie sich hinstellen, dann... Okay. Ich habe mir auch bewusst meine Frage aufgeschrieben, damit ich es auch ja nicht vergesse, weil die für mich persönlich auch sehr wichtig ist, weil ich sehr großes Interesse daran habe. Welche konkreten Schritte würden Sie nach Ihrer Wahl zur Sicherung und zum Ausbau des Qualitätsstandards in den pädagogischen Einrichtungen der Stadt einleiten und könnte dabei die Kooperation mit der Kinder- und Jugendfarm für Sie eine große Rolle spielen? Ich glaube, den ersten Schritt, den ich machen wollen würde, wäre, dass wir in Maintal endlich einen Kita-Entwicklungsplan haben. Wir diskutieren in der Politik unheimlich lang schon darum. Das ist ein für mich nebulöses Werk, was wenig konkrete Schritte hat, was wir tatsächlich in den Einrichtungen tun müssen, tun sollten. Es ist die Grundlage für die Arbeit in unseren Einrichtungen und daher müssen wir diesen Rahmen als Politik endlich setzen. Das ist ein großes Defizit, was wir momentan haben. Ich glaube, wir müssen Instrumente erarbeiten, das möchte ich tun mit den Erzieherinnen und Erziehern, mit dem Fachpersonal, dass wir Qualität in unseren Einrichtungen messbar machen können und nicht nur gefühlte Qualität. Ich kann Ihnen sagen, als ein Vater, der jetzt seit 2 Jahren ein Kind in der Kita hat, mit 2,5 ist er reingekommen, jetzt ist er 4 geworden, ich fühle mich da sehr wohl, ich fühle mich gut betreut. Das ist aber eine ganz subjektive Wahrnehmung und in derselben Gruppe haben wir andere Stimmungen. Und deshalb müssen wir Instrumentarien finden, dass die unterschiedlichen Wahrnehmungen der Eltern sich irgendwo widerspiegeln in einer konzeptionellen Arbeit, die garantiert, dass wir messbare Qualität haben. In allen Einrichtungen dieselben Angebote, dieselben Standards, keine Abweichung. Das ist eine Sache, die ein Bürgermeister moderieren kann, die er anleiten kann, anstoßen kann. Und es gibt viele, viele sehr qualifizierte, engagierte in unseren Einrichtungen, die diese unterschiedlichen Konzepte zusammentragen können. Und genauso gehört es auch zu Kinder- und Jugendfarm, ein, wie ich finde, ganz spannendes Angebot, was ich auch mit meinen 2 Jungs live mehrfach jetzt erleben durfte. Ich finde das, was sie anbieten, dahingehend toll, dass die Kinder relativ frei entscheiden können, wie sie die Kinder- und Jugendfarm ausgestalten wollen. Sie werden pädagogisch begleitet, aber sie lernen dort Verantwortung zu übernehmen, sich selbst zu verwirklichen und das mit anderen Kindern, mit Familie, mit Freunden und Bekannten. Und daher glaube ich, dass das Angebot der Kinder- und Jugendfarm ein sehr förderungswürdiges Programm ist, das man sicherlich aufnehmen muss in die Arbeit unserer Einrichtungen. Das kann eine Kooperation mit einer Kita sein. Wir haben jetzt schon Kitas, die mit Vereinen kooperieren, Bewegungskindergarten. Und es ist sicherlich ein spannendes Angebot für die Nachmittagsbetreuung unserer Ganztagsschule. Dankeschön.
Ja, also zum einen ist ja ein besonderes Kennzeichen der Kinderbetreuung in Maintal die Vielfalt. Also wir haben ja alles von den Tagesmüttern bis hin städtische Kitas, private Einrichtungen, konfessionelle Trägerschaft. Das ist einmal ein besonderes Kennzeichen. Mein Eindruck ist, dass man das noch stärker miteinander vernetzen muss. Also die städtischen Kitas haben den regelmäßigen Qualitätszirkel. Es gibt auch verbindliche Standards. Aber die Vernetzung auch mit den freien Trägern können alle voneinander lernen. Das, denke ich, ist ganz wichtig. Das haben auch freie Träger nicht herangetragen. Warum sind sie da nicht regelmäßiger auch beteiligt? Dieser Austausch ist förderlich für alle. Denn schließlich arbeiten sie alle mit Kindern zusammen. Ich glaube, die Frage ging mehr in die Richtung, wie jetzt das Konzept der Kinder- und Jugendfarm mit Kita in Kombination treten kann. Also zum einen muss die Kinder- und Jugendfarm ja erstmal einen Anschub bekommen, dass sie überhaupt diese Angebote alle machen kann. Sie sind ja noch in der Phase, wo das ja alles am Beginn ist. Und deswegen finde ich wichtig, dass wenn alle sagen, quer durch, das ist ein gewünschtes Projekt, dann müssen dem auch Taten folgen. Ja, also das heißt, da muss man einfach sehen, dass man sagt, wenn das eine Einrichtung sein soll, die für so viele in Maintal wirklich gewinnbringend wäre, dann braucht die auch einen Anschub. Also ich denke, das kann der Verein nicht alleine alles stemmen. Und natürlich kann man Sponsoren finden, aber das wissen wir auch, der Spendenkuchen wird nicht größer und insofern denke ich, da müsste es einfach nicht nur ein Statement geben, ja, wir wollen das, sondern da braucht es auch eine finanzielle Anschubfinanzierung, damit sie das alles, was sie machen wollen, diese ganzen Angebote auch wirklich umsetzen können. Und im nächsten Schritt braucht es eben dann eine Vernetzung mit den städtischen Kitas, natürlich auch mit den anderen Trägern, die daran Interesse haben, auch mit Schulen, es hat ja schon das ein oder andere stattgefunden. Also ich denke, das ist etwas, was so viel Potenzial hat, einfach weil es eine Ergänzung ist, also ein Kontrapunkt zu all den anderen Angeboten. Und insofern würde ich wirklich gerne da weiter nicht nur mit anschieben, sondern auch wirklich konkrete Taten folgen lassen, damit es auch ein Projekt gibt, so wie wenn man in die Nachbarkommunen guckt, wo es ja auch funktioniert. Danke. Dritte Frage. Wir haben noch eine letzte Zuschauerfrage, bevor es vielleicht in einem zweiten Teil der Diskussion geht. Frau Vogel, Sie wollten noch eine Frage stellen. Ja, mich interessiert mal ein ganz anderes Thema, nämlich das Thema Klima. Wir haben hier in Maintal einen Stadtverordnetenbeschluss, ein Klimakonzept. Was würden Sie tun? Also wir kriegen auch jetzt eine halbe Stelle einer Klimamanagerin oder eines Klimamanagers. Was würden Sie konkret tun? Für meinen Begriff läuft da noch viel zu wenig. Ja? Aber ich finde das eine große Herausforderung, die nicht nur weltpolitisch gelöst werden muss, sondern die auch unten anfangen muss. Sonst kriegen wir noch mehr Katastrophen. Und das ist ja, also was würden Sie konkret tun, wenn Sie Bürgermeisterin oder Bürgermeister werden, damit es mal vorwärts geht? Frau Böttcher. Ja, Sie sagten es ja, Frau Vogel, es gibt ein integriertes Klimaschutzkonzept und definierte Ziele bis 2030, sogar sehr ehrgeizige Ziele. Und den Klimamanager, den durften wir auch schon kennenlernen beim Stadtradeln. Der fing nämlich zwar erst jetzt, glaube ich, Mitte September an oder hat jetzt angefangen und war aber schon bei dieser Aktion Stadtradeln dabei, wo es ja darum geht, schwingen wir uns alle aufs Fahrrad, anstatt unser Auto so oft zu benutzen. Und insofern gebe ich Ihnen völlig recht, das Thema Umwelt ist oft ein Thema, das in den Hintergrund drückt, wenn andere Fragen offensichtlich stärker, dringlicher sind. Also nehmen wir in Maintal das Thema Kinderbetreuung, war lange Zeit viel dringlicher. Jetzt in Zukunft wird es das Thema Flüchtlinge sein, das an dringlicher erstmal von der Wertigkeit dessen, was wir abarbeiten müssen. Aber Klima ist sehr wichtig. Die einzelnen Maßnahmen kenne ich nicht, aber ich habe auch in meinem Positionspapier gesagt, dass ich mich dafür einsetzen würde, dass wir sie Schritt für Schritt in diesem Gesamtkonzept bis 2030 umsetzen und dass mir das Thema sehr am Herzen liegt. Also ich habe im Übrigen schon früher, also ganz zurück, sage ich mal, in meiner Magisterarbeit, dem nämlich genau das Thema gewidmet, nämlich wie Unternehmen
umweltfreundlich wirtschaften können. Also insofern ist das jetzt nicht etwas, wo ich sage, das ist jetzt weit entfernt, weil mein Fokus bisher vielleicht als Kinderbeauftragte stärker auf diesem Thema war. Aber ich werde mich dafür stark machen, dass wir genau eben das Thema Umwelt und Klimaschutz in Maintal stärker angehen. Und Sie hatten ja in der letzten Stadtverordnetenversammlung, hatte glaube ich Herr König ja einen Antrag gehabt zum Thema Masterplan 100% Klimaschutz vom Bundesministerium. Und der ist dann nicht durchgegangen, was ich jetzt schade fand. Aber das sind einfach Dinge, die muss man viel stärker aufnehmen und halt auch schauen, wo man Fördermöglichkeiten viel besser auch für Maintal nutzen kann. Ja, Frau Vogel, vielen Dank für die Frage. Und das Stichwort ist ja schon gefallen, integriertes Klimaschutzkonzept mit den verschiedenen Punkten, Reduzierung vom Energie- und Stromverbrauch und der Abgasemissionen in den verschiedenen Bereichen. Will ich auch gar nicht wiederholen, daher vielleicht zwei, drei konkrete Punkte, die ich spannend finde. Das eine ist natürlich immer Umstellung auf LED-Technologie. Da haben wir festgestellt, wir sparen A Geld und wir schonen die Umwelt. Das müsste man anpacken und nicht nur stückchenweise, sondern mal in einem Paket. Das würde sich auch relativ schnell wieder finanzieren. Wir müssen anpacken das Thema Beratung und Bildung. Was können wir in unseren Schulen tun, um den Schülerinnen und Schülern zu erklären, wie gehst du eigentlich mit deiner Umwelt um? Was muss man heute dafür tun? Ist es immer notwendig, sich ins Auto zu setzen oder geht es auch mit dem Fahrrad? Wie gehe ich mit Müll um? Fahren Sie mal in die grüne Mitte hier, ein Gebiet, was geschätzt wird bei den Bürgerinnen und Bürgern, und da haben Sie überall Müll rumfliegen. Also in dem Bereich Bildung und Prävention und Aufklärung müssen wir, glaube ich, ein bisschen besser tätig werden. Beratung. Hier haben wir die Maintalwerke, da können wir agieren, wir können Beratungsdienstleistungen anbieten für den Privathaushalt, aber auch für das Gewerbe. Ich finde ein ganz spannendes Beispiel, auch da können Unternehmen voneinander lernen, sich austauschen im mittelständischen Bereich. Es gibt einen gastronomischen Betrieb, der hat vor 1,5 oder 2 Jahren aufgemacht und der führt die Wärme, die durch das Kochen entsteht, in den Gastraum und damit spart er sich die Heizung und spart damit auch Energie und Emissionen. Das finde ich ganz toll und solche Projekte muss man herausarbeiten, man muss sie fördern, man muss die Beratungsleistungen anbieten. Ich mache das beruflich jetzt seit 1,5 Jahren, Energieberatung. Wir haben ein Konzept entwickelt bei uns im Büro und wir laufen von einem gastgewerblichen Betrieb zum anderen und bieten diese Dienstleistungen an. Und es ist erstaunlich, wie schnell man Geld sparen kann und wie schnell man auch wirklich Energie und Ressourcen sparen kann. Und ich glaube, da müssen wir anpacken. Mhm. Neben der Arbeit, die der Klimaschutzmanager jetzt machen wird, die Zielsetzung bis 2030, die müssen wir erfüllen, aber flankieren können wir noch tätig werden. Und da würde ich den Schwerpunkt setzen auf Beratung und Bildung. Vielen Dank. Sind Sie damit einverstanden? Danke nochmal an das Publikum oder an die Fragen aus dem Publikum. Mir selbst als Frankfurter Beste fällt mir das total schwer im Moment, weil ich beide Kandidaten dermaßen sympathisch finde, dass man eigentlich eine Person draus machen müsste. Dann hätte man eine Bürgermeisterin oder Bürgermeister als Doppelgespann. Leider nicht möglich. Deshalb nochmal mein Wunsch an Sie, liebe Zuschauer. Gehen Sie nächsten Sonntag wählen. Auch wenn es weh tut, einer von beiden wird gewinnen. Der andere oder die andere wird dem anderen hoffentlich dann noch unterstützen. Das war jetzt nicht das Schlusswort, sondern die Überleitung zu Fragen an Sie beide nochmal, bevor wir abschließend nochmal etwas Musik hören. Sie fühlen sich wohl als Menschen, Sie sind gesund, Sie haben ein Leben vor einer Kandidatur gehabt, Sie haben ein bisschen was von Ihrer Kindheit berichtet, wo Sie hinwollen. Wir haben hier einen Mitte-30er und eine Mitte-40er Person, die beide hochkompetent sind durch ihre Studien, durch ihr Leben, durch ihre Persönlichkeit. Da werden Sie keine Merkmale finden, die jetzt für den Wähler oder die Wählerin sagen, okay, machen wir es vielleicht mal von hinten rum, wie beim Fußball. Man muss den Ball manchmal zurückspielen, um dann doch ein Tor zu schießen. Was ich sagen will, es geht hier auch um eine berufliche Entscheidung. Bürgermeister bekommen ein Gehalt, eine Pension und wenn man für 6 Jahre eine Verantwortung übernimmt, kann man nochmal gewählt werden, muss nicht, aber man hat dann einen gewissen Anspruch in der Öffentlichkeit als Rentner. Sie sind mit 35 natürlich noch weit davon entfernt, Sie mit Mitte 40 auch noch. Arbeiten müssen wahrscheinlich alle, bis wir 80 sind, wenn es so weitergeht in unserem wunderschönen demokratischen System. Spielt auch keine Rolle. Für mich ist es wichtig, einfach, dass Zuschauer wissen, dass es ja auch eine professionelle Arbeit ist.
Und professionell arbeiten heißt einen Beruf aufgeben, in dem Fall eine Anstellung als Pressesprecher bei einem großen Verband der Industrie, wo Sie auch Ihre Kompetenz haben. Sie haben Jura studiert, wenn ich richtig recherchiert habe. An der Frage, was wollten denn Ihre Eltern, was Sie werden? Die sind ja beide Lehrer. Hatten die nicht einen ordentlichen Beruf? Ich weiß gar nicht, was Sie wollten. Hatten die nicht so einen Wunsch, Fußballer oder Lehrer? Nein, ich bin Gott sei Dank in einem Haushalt aufgewachsen, wo ich relativ frei entscheiden konnte, was ich machen wollte. Und da wurde auch kein Druck ausgeübt. Aber wissen Sie, wenn Sie mit zwei Lehrern aufwachsen, dann wollen Sie nicht unbedingt Lehrer werden. Seid mir nervös, meine Eltern sitzen hier. Aber nee, das war nicht mein Ding. Pilot wollte ich auch mal werden. Physik ist jetzt auch nicht meine Stärke gewesen. Und insofern war da Flugangst? Flugangst überhaupt nicht. Aber nein, und von der Seite war dann das Jurastudium eine prima Geschichte und am ersten Examen dann kam das Angebot beim Hotel- und Gaststättenverband, wo ich gesagt habe, Mann, das ist klasse, weil du verschiedene Dinge haben kannst. Du kannst einmal die juristische Arbeit haben, du kannst die betriebswirtschaftlich-wirtschaftliche Komponente mit einpflegen und du kannst die Öffentlichkeitsarbeit mit einpflegen, plus die politische Arbeit, die man als Verband macht. Und das kombiniert, spiegelt sich auch ein bisschen wieder in dem Amt eines Bürgermeisters, die unterschiedlichen Bereiche des gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Lebens kombiniert in der Funktion, wie ich sie momentan ausübe, macht mir große Freude und würde ich gern einbringen als Bürgermeister unserer Stadt. Wichtig ist in Politik, glaube ich, immer, dass man reingeht mit der Einstellung für die Politik und nicht von der Politik leben. Immer was im Hintergrund haben, dass man nicht irgendwo runterfällt und nicht mehr weiß, was man tun soll. Daher war für mich immer wichtig, erstmal die berufliche Erfahrung sammeln, beruflich auf gesunden Füßen stehen und Politik mit Leidenschaft ehrenamtlich machen. Und irgendwann kommt natürlich der Punkt, wo man sagt, ja, man redet viel in der Politik, man schreibt viele Anträge, viele davon landen in der Schublade eines Bürgermeisters und man kann einfach nichts umsetzen. Und jetzt ist bei mir der Wunsch da, die vielen Ideen, die in meinem Kopf sind, die aus vielen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern entstanden sind, auch mal umsetzen zu wollen. Und da würde ich gerne anpacken ab dem nächsten Jahr. Gut, ich hätte jetzt erwartet, dass Sie vielleicht sagen, mein Berufswunsch war, und das haben Sie ja dann auch, Pilot oder Eisenbahner oder was halt so Jungs zwischen 10 und 14 haben. Bevor ich Ihnen das Wort erteile, möchte ich dazu einfach nur sagen, ich kann das gut verstehen. Sowohl, dass ich kein Lehrer werden wollte, meine Mutter war auch Lehrerin in Sachsenhausen, die wollte gerne, dass ich katholischer Pfarrer werde, hat sie auch nicht geschafft, das ist leider nur ein Kinderbuchautor und Moderator aus mir geworden, deshalb hier nochmal Werbung in eigener Sache. Mein Kinderbuch, das Jolie, ist jetzt endlich fertig nach 2 Jahren und wird am 14. Oktober bei der Buchmesse veröffentlicht und ich würde mich freuen, wenn ich auch hier bei euch in Schlander, oder wie heißt es, Schalander? Schalander. Schalander lesen darf und in Maintal vielleicht dann auch die Schulen beglücken darf. Frau Böcher. Was ich hätte gerne werden. Kinderwunsch. Mein Kinderwunsch, das wechselte. Also ich bin ich habe keine Geschwister, aber bin ganz eng mit meiner Cousine aufgewachsen, die eine geistige Behinderung hat. Und insofern war mein erster Berufswunsch, ich wollte Sozialpädagogin werden. Okay. Das hieß früher Sonderschullehrerin. Dann hat sich das entwickelt, ich wollte am liebsten Medizin studieren. Das war eigentlich dann, also Kinder- und Jugendmedizin. Da war der NC aber nicht meins, weil ich halt gewohnt bin, immer Dinge anzupacken. Also mich jetzt nicht noch ein Wartesemester oder das, sondern habe ich einfach das studiert, was mich interessiert, nämlich Politikwissenschaft und Medienwissenschaft. Daraus hat sich das entwickelt. Und es ist aber immer, sage ich mal, die Leidenschaft geblieben, sich zu engagieren, für andere auch zu sprechen. Also ob das jetzt Schülersprecher war oder ob das jetzt das Engagement für Kinder ist. Also immer auch die Stimme für andere zu erheben. Und die Idee, sage ich jetzt mal, als Bürgermeisterin zu kandidieren, die hatte ich natürlich nicht als Kind und die hatte ich auch nicht einfach hier normal teilkommen. Das hat sich entwickelt und ich wurde aufgrund dessen, dass ich aufgrund dieser Arbeit ja auch hier öffentlich bin, angesprochen und so habe ich mir das überlegt. Und ich habe natürlich einen Beruf, der mir Spaß macht, aber ich bin ein Teammensch.
Und ich würde mich wahnsinnig freuen, mit all diesen unterschiedlichen Akteuren, die hier in dieser Stadt sind, also von der Stadtverwaltung angefangen, über die Stadtverordneten, über die ganzen Stadtleitbildgruppen, mit denen ein zusammenzuarbeiten. Und ich denke, ich kann das begeistern, begeisterungsfähig sein und andere mit zu animieren, ja, eine Dynamik in die Stadt zu bringen. Dann würde es eigentlich doch nur noch fehlen, dass Sie sich den Mantel einer Partei umhängen und sich entscheiden. Und ich denke, da gibt es hier zwei, drei sehr fähige Parteien, für die man und die Sie auch mit offenen Armen nehmen würden. Ist denn dieses unparteiisch sein oder unparteilich sein eine besondere Leistung? Und was unterscheidet Sie zu einem Menschen, der in einer Partei ist? Eine Leistung ist es erstmal gar nicht, das ist eine Einstellung. Ja? Und wie ich schon sagte, also ich könnte mich keiner Partei anschließen, weil ich nicht alle Themen, sage ich mal, durch eine Parteibrille sehen könnte. Und darin sehe ich jetzt auch keinen besonderen Wert. Ich sehe den Wert darin, dass sich Menschen hier gemeinschaftlich demokratisch engagieren. Und wie gesagt, wenn sie sich mit der Funktion und mit den Aufgaben von einem Bürgermeister beschäftigen, dann werden sie feststellen, dass für ein Bürgermeisteramt eben genau die Parteizugehörigkeit kein entscheidender Faktor ist. Im Gegenteil, ist eigentlich eher von Nachteil. Und ich hatte es eingangs gesagt, es ist ja, wäre ja nicht umsonst so, dass über 40% parteiunabhängig sind und dass es beispielsweise oft so ist, dass bei einer Erstkandidatur eine parteilose Kandidatin oder Kandidat alleine steht und dass im nächsten Wahlgang sich andere Parteien anschließen und sagen, wir stellen gar keine eigene Kandidatin oder Kandidaten mehr auf, eben weil es so gut funktioniert, weil es die Situation insgesamt befriedet hat, ja, und man wirklich zu konkreten und guten Ergebnissen gekommen ist. Also wie gesagt, das ist halt nichts mit einem Wert zu tun oder einem besser oder schlechter. Das ist für mich meine Entscheidung und sie passt nur, wie gesagt, wir wählen ja jetzt hier nicht Kommunalwahl, das ist ja im nächsten Jahr, sondern wir wählen hier eine Bürgermeisterin oder einen Bürgermeister und da sind andere Fähigkeiten, andere Qualifikationen notwendig, als die einer Partei anzugehören. Vermutlich. Und ich habe versucht, das jetzt zu verstehen, weil mir geht es ja auch so, wenn ich jetzt auch Menschen treffe, die sagen, ich bin katholisch, dann rieche ich automatisch den Weihrauch, weil ich bin streng katholisch erzogen und war Messdiener und das ganze Programm und Pfadfinder und so. Wenn ich jemanden treffe, der sagt, ich bin evangelisch, ist er mir auch sympathisch und dann mache ich erstmal keinen Unterschied. Aber dennoch habe ich mich aus beiden Religionen irgendwann im Leben entschieden, nicht mehr in einer Kirche zu sein. Ist es so ein ähnliches Gefühl, dass man sagt, ich bin zwar gläubig, ich glaube an Gott oder an was Großes, aber ich bin nicht in der Lage, mich zu entscheiden zwischen, ja, in meinem Fall, evangelisch, katholisch, jiddisch, islamistisch, was auch immer, buddhistisch. Nee, ich bin schon in der Lage, mich zu entscheiden, wenn ich zu einer Landtagswahl gehe, wenn ich zu einer Bundeswahl gehe. Das ist doch klar. Also ich meine, da entscheide ich als Wählerin, als Bürgerin dieses Landes. Aber nochmal, für das Amt einer Bürgermeisterin ist es nicht notwendig, einer Partei anzugehören. Und deswegen stellt sich für mich die Frage nicht. Das ist vielleicht, ich kann verstehen, dass es manche Menschen denken, man muss ein Erkennungsmerkmal haben, um jemanden einordnen zu können. Aber ich darf Ihnen sagen, ich stehe auf guten demokratischen Beinen und ich bin nirgendwo in die Extreme orientiert und insofern kann man ja auch, sag ich mal, an dem, was in meinen Positionspapieren nachlesbar ist, ablesen, wo ich verortet bin. Und wie gesagt, wenn Menschen so ein Etikett brauchen, kann ich das verstehen, so wie Sie sagen, dass Sie vielleicht denken, Sie möchten danach jemanden einordnen, aber nochmal, es ist in meinen Augen viel wichtiger zu sehen, was bringt dieser Mensch mit. Was hat er denn bisher auch geleistet? Ist er glaubwürdig, verbindlich? Und insofern finde ich, dass das viel, viel stärker ist, als mit Schubladen zu arbeiten. Und wie gesagt, ich möchte ja verbinden und integrieren und nicht das Gegenteil davon. Okay, danke für die ehrliche Antwort und für den Versuch, mir das zu erklären, weil ich habe das nicht so ganz verstanden bisher jetzt. Ahne ich, was unparteiisch ist oder unparteilich oder ohne Partei oder eben auch, ja, in der Lage zu sagen, ich bin als Bürgermeisterin, Bürgermeister, eben unabhängig als Mensch,
ist ja auch so gedacht in unserer Demokratie und in der Rolle des Bürgermeisters, Bürgermeisterin, aber ich habe die Möglichkeit, Menschen als Teamplayer ins Boot zu holen. So habe ich es jetzt verstanden. Das ist so, natürlich bin ich Eintracht-Fan als geborener Sachsenhäuser, wie wenn ich bei den alten Herren jetzt spiele und sage, okay, bei euch sind 9 Leute zu wenig, ich komme zu euch rüber in der zweiten Halbzeit. Also, ich will sie jetzt ein bisschen ärgern, damit sie einfach auch mal sagen, das ist mein Konzept. Weil ein SPDler, ein CDUler, ein Grüner, ein Linker, ein, ja, andere Parteien fallen mir gerade nicht ein, hat ja eine Partei hinter sich. Das ist wirklich wie so ein bisschen, ich bin Bayern-Fan oder Eintracht-Fan und, oder Dortmund oder was auch immer. Ich habe mich entschieden, an eine Mannschaft zu glauben. Und sie treten an in einer Gemeinde, Maintal, die ja auch noch die besondere Schwierigkeit hat, dass es gar kein Maintal gibt, sondern eben 4 oder 5 unabhängige Dörfer waren, die irgendwann mal 1974 vereint waren. Was wäre denn da Ihre, und auch an Sie dieselbe Frage, Ihr Wunsch oder Ihre Hoffnung, dass man aus diesem wachen Buchen, Bischofsheim und den anderen Ortsteilen ein wirkliches Maintal erstellt? Also Ihr Tal, Dein Tal, Mein Tal. Ja, also als ich nach Maintal kam, hat mich das auch erstmal erstaunt. Ich glaube, das ist ganz, auch ganz natürlich so, wenn man hierher kommt, wenn man dann natürlich die Stadt versteht, dann wird klar, dass die Identität in den einzelnen Stadtteilen ist und dass die Menschen da einfach sehr, sehr gerne wohnen und sich da verwurzelt fühlen. Und ich denke, das kann man auch nicht mehr ändern. Also wenn man vielleicht mal über eine Mitte nachgedacht hätte, dann wäre das in meinen Augen der richtige Zeitpunkt gewesen, direkt bei der Gründung von Maintal zu tun. Ja, wenn es sozusagen das Rathaus ist. Und insofern, ich bin dafür, keine neue künstliche Mitte zu schaffen, okay, weil, wie gesagt, die Menschen sind in ihren 4 Ortsteilen, sind die verwurzelt. Man kann dann überlegen, sag ich mal, wo man Schwerpunkte setzt, ja, sei es jetzt für Verwaltung, wie Sie es angesprochen haben, oder für anderes. Also da gibt es ja auch schon Konzepte wie das Bürgergutachten zum Beispiel. Aber eine neue Mitte, das, also so nach dem, was ich jetzt in diesen Jahren beobachtet habe, glaube ich, wäre das nicht das, oder ich glaube, ist falsch, ich bin davon überzeugt, dass das die Bürgerinnen und Bürger nicht wollen. Das wäre von oben aufgesetzt. Und das, was man eigentlich merkt, ist, dass es gute Ortsmitten braucht, ja, dort, wo Treffpunkte der Begegnung sein können, dass die Ortseingänge aufgewertet werden, ja, und dass man sich in seinem Stadtteil mit all den Festen, die auch dazugehören, sich wohlfühlt. Deswegen kann man trotzdem, sag ich mal, in der Außendarstellung, ja, wenn man jetzt wieder an Investoren denkt, wenn man an Standortmarketing denkt und, da muss man natürlich Maintal als Ganzes nach außen hin darstellen. Ja. Aber das ist ja dann wieder Maintal in seiner Vielfalt, ja, in dem eben, ja, schöne Stadt oder ein Ort, 4 Orte, ein ganzes Stadtlandfluss. Dein Tal. Unser Tal. Haben Sie noch eine andere Sicht auf die Frage? Nein, also Verbindung von 4. Ja, ich finde, wir müssen die Diskussion nicht immer baulicher Natur diskutieren. Baut man jetzt irgendwo eine Stadtachse, baut man eine Mitte? Ich finde, das ist überhaupt nicht die spannende Frage, sondern jeder Stadtteil für sich hat Stärken, hat Schwächen. Und die Schwächen gilt es zu beseitigen und die Stärken weiter zu fördern, nach vorne zu bringen. Und wenn wir dann all das, was uns als Maintaler, als Stadtteile ausmacht, das, was wir liebgewonnen haben, was wir hier so schätzen an unserer Stadt, zusammenpacken, mal über die Stadtgrenzen hinweg, dann haben wir unser Maintal, mein Maintal und dein Tal, mein Maintal. Und damit wäre dann die Möglichkeit gegeben, diese Stadt als Ganzes dann auch, oder als Marke, hier stärker nach außen zu tragen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Wenn wir uns die einzelnen Bereiche angucken, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, da wird es schwer werden mit der Konkurrenz, die wir haben in unserem Umfeld, mit Hochstadt, Wappenburg, Dörnchheim oder Bischofsheim anzukommen. Da müssen wir Maintal als Ganzes sehen, wenn es um die kulturellen Angebote geht, um die Tradition oder sagen wir mal der Begriff Heimat. Was ist Heimat für jemanden, der in Hochstadt wohnt? Das ist ein ganz anderer Begriff als für diejenigen, der in Bischofsheim wohnt. Klar. Das ist, und das gehört dann aber zusammengebaut. Ist bei uns für die wesentlichen Dinge. Klar. Und deshalb glaube ich, wenn wir die Überstadtteil-Themen mal nehmen, von Bildung, wie verknüpfen wir Bildungseinrichtungen miteinander, wie verknüpfen wir die Betreuung miteinander? Wie können Vereine miteinander
kommunizieren, miteinander arbeiten, ihre Angebote vielleicht austauschen und zusammenwachsen. Das sind Prozesse, die alleine laufen, aber die Dachmarke meint haben, die müssen wir vielleicht ein bisschen stärker. Und das ist alles, was in den vier Stadtteilen los ist. Dankeschön. Und ich denke, wir sind so langsam am Ende. Wir werden das Ganze ausklingen lassen mit noch etwas Musik. Ich kann nach wie vor auch nach den 40 Minuten oder 60 Minuten Sie nur noch mal auffordern, bitte gehen Sie wählen nächsten Sonntag, entscheiden Sie sich, wem gönnen Sie die Rente, wem glauben Sie mehr? Das ist die Frage, die uns alle brennt. Es wird sich sehr langsam vieles verändern, das ist sicher auch in Maintal. Und ich danke Ihnen und es sollte wirklich aus dem tiefsten Herzen kommen. Sie sind jetzt schon beide Kandidaten des Herzens für die Bürger. Deshalb ging die Wahl so knapp aus. Allerdings muss man den Maintalern und Maintalerinnen auch mal sagen, 30% ist zu wenig. Steht auf sonntags, man kann spazieren gehen, auch wenn es regnet, den Schirm mitnehmen und einfach mal die Wahlurne bedienen. Vielen Dank und lieben Dank an das Lokal nochmal, an den Schlander. Ich übe das dann für die nächste Sendung. Und natürlich an Boris Kreuter. Vielen Dank und macht es gut. We got mobile phones and prepaid cards. Where's the connection between our hearts? We got many accounts and pimped up profiles, but where are the people that know a heart full of smile? How can we bring this ship further on? Is there any place that we belong? It is too much of me. It is too much of you. It is too much of me. Too free. Herbs on my window pane, a roof that saves me from the pouring rain. I got questions seem easy, they come from very deep. If you don't get these lyrics, just listen to the beat. How can we bring further on? Is there any place that we belong? It is too much of me.